Katharina Spanhoff. Ich bin die Inhaberin hier von dem Geschäft, Traditionsgeschäft Hermann Eggers. Wir haben Haushaltwaren, Geschenkartikel, Herrenhuter Sterne passend zum heutigen Tag, zum Lichterfest. Und wir sind eigentlich überwältigt von dem Besucherandrang, sag ich mal. Es ist ja wirklich jung und alt hier auf den Beinen in der Stadt. Und ich bin leider selber noch nicht dazu gekommen, mir die Angebote außerhalb des Geschäftes anzuschauen. Aber es ist auf jeden Fall überall sehr viel los und für jeden was dabei. Wir haben ja letztes Jahr auch die Susia Night durchgeführt und da haben wir schon erste Gedanken gesammelt für dieses Jahr. Aber so die scharfe Organisation, sag ich mal, hat dann im Frühjahr begonnen. Ja, also auf dem Markt auf jeden Fall ist Musik, es gibt Essen und Trinken eigentlich überall. Dann gibt es in der Klosterstraße Vorführungen. Da müsste man aber selber hingucken. Wie gesagt, ich war selber noch nicht da. Das soll aber auch sehr gut sein. Und im Museum ist auch viel los. Das ist eigentlich auch das Schöne, dass es sich durch die ganze Stadt zieht. Man hat so viele Möglichkeiten. Es gibt ein Gewinnspiel, wie mit die Slusia Rally, wo die Kinder so Glitzersteinchen sammeln können. Da gibt es kleine Sofortpreise. Große Hauptpreise werden dann im Anschluss verlost. Highlight ist auf jeden Fall auf dem Gymnasiums-Schulhof. Da sind Ballons aufgebaut vom Ballonsportverein. Also wie gesagt, es gibt so viel, man kann es eigentlich gar nicht alles erwähnen. Ich bin der André Rüdinger, bin erster Vorsitzender des Stadtmarketingvereins und habe selber ein Geschäft in Schleusingen, die Klickstelle. Wir machen Computer. Wir haben unser Lichterfest jetzt zum fünften Mal durchgeführt oder führen es gerade durch. Wir sind sehr erfolgreich damit gestartet aus Null. Das Schöne ist, an so einem Abend kommt ganz Schleusingen zusammen, auch vielleicht die Ortsteile, und man kann gemeinsam einen schönen, ruhigen Abend verbringen und mal gucken, was in der Stadt los ist, und dass wir auch unsere Altstadt ein bisschen präsentieren können. Darum geht's. What is left? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is left? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Look up. Don't hurt me.